Hast du eine Tonne Geld und du hast alles, was du willst, aber deine primären Emotionen sind angepisst und frustriert sein, dann ist dein Leben angepisst und frustriert. Ist egal, wie viel Geld du hast. Aber vor allem denke ich, dass unser gesamtes Leben davon abhängt, in welchem Zustand wir leben. Du bist selber dafür verantwortlich. So wie du dich innerlich fühlst, auf was du dich konzentrierst und in welchem Zustand du dich befindest, so manifestiert sich auch das Leben um dich herum. Erzählen irgendwelche Geschichten, die total voller Lügen sind, einfach nur damit wir gut dastehen, weil wir in dieser gefälschten Welt leben, wo einzigartig sein und sich besonders fühlen wichtiger ist als Liebe. Und genau das trennt uns. Wow, powerful Video, mein lieben Freund. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Leon Lovelock Highlight Kanal. Chat ist am Start, Chat haut einmal Herzen rein für YouTube, damit die sehen, was läuft. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video reinziehen von Tony Robbins. Und zwar Tony Robbins wichtigstes Video auf Deutsch übersetzt. Und was ich noch dazu sagen will, falls ihr auch mal dabei sein wollt im Stream, checkt den ersten Link in der Beschreibung ab. Twitch is live. Dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Lasst ein Follow da, auch bei Twitch. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Ich bin gespannt. Seht ihr die Herzen? Hier gibt's Liebe. Let's go. Im Leben von Menschen gibt es nur einige wenige Kategorien, die wirklich wichtig sind. Und die meisten Menschen machen die Dinger größer oder kleiner, als sie sind. Doch meistens fokussieren sie sich auf Dinge, die gar nichts bedeuten. Sie wissen mehr über irgendein Celebrity, als über ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung. Safe. Safe, 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 safe. Ich glaube, viele Leute lenken sich sogar ab über Celebrities oder Leute auf Twitch, Instagram, was auch immer, mit Stories gucken, mit reinziehen und gucken so, geil, guck mal, was der für ein Leben lebt und so. Die fokussieren sich viel zu heftig auf irgendwelche anderen Menschen. Das habe ich ja auch vorhin gesagt. Der Fokus sollte auf euch liegen, auf euren Traum, auf eurem Ziel, auf wo ihr hin möchtet, auf was ihr erreichen wollt, auf eure Persönlichkeitsentwicklung, eure spirituelle Entwicklung. Das sollte das Höchste in eurem Leben sein und nicht die Persönlichkeitsentwicklung oder den Fame oder den Erfolg, den irgendein anderer macht. So. Aber das Wichtigste überhaupt ist erstmal dein Körper. Wenn dein Körper nicht funktioniert, dann ist alles andere egal. Du willst nicht der reichste Mann auf dem Friedhof sein. Apropos Körper, meine lieben Freunde. G in den Chat, wer heute von euch im Training war, habe ich ja ganz vergessen fast. Also, das ist wichtig hier. Den Leuten, die nicht im Gym waren, schlechtes Gewissen zu verpassen, damit sie motiviert sind, das nächste Mal auch ins Gym zu gehen, damit sie dann nächstes Mal im Stream auch ein G in den Chat reinschreiben können. Wer war im Training? Wer hat was für seinen Körper getan? Let's go. Energie ist, wenn da Vitalität ist, wenn da Stärke ist, dann wird es auch in deiner Beziehung auftauchen. Es wird in deinem Business auftauchen, es wird in deinem Leben auftauchen. Das ist ein Bereich, den du meistern musst, das kannst du nicht aufschieben, es ist zu wichtig. Emotionen sind alles. Hast du eine Tonne Geld und du hast alles, was du willst, aber deine primären Emotionen sind angepisst und frustriert sein, dann ist dein Leben angepisst und frustriert, ist egal, wie viel Geld du hast. Auch wenn du 1 Million Leute hast, die dich lieben, es spielt keine Rolle. Dein Leben ist nicht gut. Beziehungen. Intime Beziehungen. Deine Welt und dein Leben ist immer eine Reflexion von dir selber. Powerful, was der sagt. Der sagt zwar sehr, sehr schnell, aber das ist wichtig. Versucht es aufzusaugen, versucht es in euer Leben zu übertragen, weil das sind harte Facts. Und genauso auch mit dem Körper. Wenn dein Körper vital ist, wenn dein Körper stark ist, dann wird dein Mind auch vital. Deine Seele wird vitaler sein. Du wirst stärker sein auf allen Lebensbereichen. Deswegen ist es auch so wichtig, alle Lebensbereiche irgendwie zu meistern, so weißt du? Besonders. Ist der Bereich, wo das Beste vom Leben herkommt und wo das Schlimmste vom Leben herkommt. Es ist wert, diesen Bereich zu meistern, anstatt ihn aufzuschieben. Und auch auf deine Zeit zu gucken, wirklich deine Zeit zu meistern, anstatt einfach irgendwelche To-Do-Listen abzuhaken. Nicht Handlungen mit zielführenden Handlungen verwechseln. Du willst aus der Zeit das rausquetschen, was wirklich wichtig ist. Etwas, das Wert für mich selbst schafft und für alle, die ich liebe. Was mit deiner Karriere oder deinem Business? Auch das Meistern davon ist wichtig und es nicht aufzuschieben. Die meisten Businesses schieben alles auf, deshalb werden sie nicht erfolgreich. 96% der Businesses gehen pleite, nur 4% schaffen es. Und das heißt nicht, dass diese 4% erfolgreich sind. Das heißt nur, dass sie noch da sind und das heißt auch nicht, dass sie damit glücklich sind und dass sie sich damit gut fühlen. Wirklich Geld zu meistern. Sodass du sein kannst und geben kannst und teilen kannst. Dass du machen kannst, was du willst und nicht gestresst deswegen bist. Und spirituell? Ich sag nicht Leuten, die sich spirituell zu leben haben, aber ich sag ihnen, was auch immer du glaubst, du musst es leben. Und es sollte. Was immer du glaubst, du musst es leben. Und das ist eine Challenge von vielen Menschen. Das habe ich in meiner Vergangenheit schon öfter an vielen Stellen gesehen, dass Leute viel Wissen haben, sich viele Bücher durchgelesen haben, sich viele, viele Videos angeguckt haben, viel Wissen haben und auch darüber reden können mit vielen Leuten und so, aber es in ihrem eigenen Leben niemals richtig übertragen haben. Und das ist halt eine Sache, die ist traurig und die ist schade. Und das Wissen alleine reicht nicht. Wenn du dir ein Buch durchliest, musst du das auch anwenden im Real Life. Wenn du es nicht anwendest im Real Life, dann bringt dir das Wissen, bringt dir am Ende des Tages auch nichts. Weißt du? Wenn du es nicht wirklich umsetzt auch.
Deswegen finde ich die Bücher auch geil, wie zum Beispiel Bodo Schäfer 10 Gesetze der Gewinner. Da ist es so, dass du nach jedem Kapitel eine Aufgabe kriegst für dein echtes Leben, damit du die Sache, die du in dem Kapitel gelernt hast, auch im echten Leben umsetzt. Und falls ich irgendwann mal ein Buch schreibe, wird es bei mir genauso sein. Zu führen, dass du wächst und gibst. Wenn du wächst, fühlst du dich am Leben. Wenn du gibst, fühlst du dich 10-mal mehr am Leben. Und ich denke, wenn jemand feiern kann und geben kann, dann ist es ein spiritueller Zustand. Und für mich sind das die wichtigsten Bereiche, die man meistern muss. Business und Arbeit ist wichtig, doch die meisten Menschen verbringen ihre gesamte Zeit da und das ist auch, warum die meisten Menschen nicht glücklich sind. Der durchschnittliche Mensch ist nicht fit und gesund. Der durchschnittliche Mensch ist nicht in einer Beziehung. Das ist es halt, die Balance auch von allem ist so wichtig. Wenn du dich nur auf das eine konzentrierst und fokussierst und die ganze Zeit nur das eine machst, dann wirst du auch nicht erfüllt sein, weißt du? Du musst eine gute Balance reinkriegen und versuchen, alle Lebensbereiche zu meistern. Der hat es gut auf den Punkt gebracht, fühle ich. Unglaubliche Leidenschaft hat. Ich bin kein Idiot und ich bin auch kein Positivdenker, doch ich weiß, der durchschnittliche Mensch ist nicht erfolgreich im Business oder in seiner Arbeit. Der durchschnittliche Mensch verdient nicht, was er verdienen möchte. Aber weißt du was? Sehr wenige Menschen haben diese Dinge, aber weniger haben sie. Und diese sind glücklich, erfüllt, spirituell am Leben, finanziell stark, ihr Business wächst, sie haben leidenschaftliche Liebesbeziehungen und ich bin besessen damit, diese Leute zu finden und herauszufinden, wie sie es geschafft haben und will es dann... Geiler Typ, Digga, ich bin genauso besessen davon. Ich schwör's dir, da haben wir auf jeden Fall eine Parallele. ...beibringen. Aber jeder wird sein Glück an anderen Dingen messen, weil jeder andere Dinge mehr schätzt als andere. Leute schätzen am meisten Erfolg oder sich einzigartig fühlen. Manche Leute schätzen Liebe mehr. Manche Leute wollen einfach nur ein grundlegendes Level an Sicherheit. Also wenn ich mir die Matrix deines Lebens angucke, gucke ich mir an, was sind wirklich die Dinge, die man verändern muss, damit dein Leben gut wird. Aber vor allem denke ich, dass unser gesamtes Leben davon abhängt, in welchem Zustand wir leben. Lernen, deinen Zustand zu verändern, kein Bullshit, deinen Zustand jetzt sofort zu verändern, von angepisst oder frustriert zurück zu Gelassenheit oder... Vor allem, du kannst deinen Zustand ja konstant selber verändern, so. Du kannst es einfach tun, weißt du? Du kannst das kommt ja alles von innen. Das ist ja einfach nur dein Sein. Wenn du das veränderst, dann wird sich auch die Welt verändern um dich herum. Du kannst deinen Zustand die ganze Zeit verändern und das musst du auch realisieren, dass nur du selber dafür verantwortlich bist, wie dein Leben gerade aussieht. Du bist selber dafür verantwortlich. So wie du dich innerlich fühlst und auf was du dich konzentrierst und in welchem Zustand du dich befindest, so manifestiert sich auch das Leben um dich herum. Das sind einfach Facts. Und wenn du das mal realisierst und merkst, dann merkst du auch, wie viel Power du über dein eigenes Leben hast und dass du dich nicht lenken lassen musst von irgendwelchen Sachen, die im Außen passieren. Weil du selber entscheidest, wie du darauf reagierst und wer du bist. Kreativ oder zuversichtlich oder irgendetwas, das dich dazu bringt, dich nach vorne zu bewegen, das dir eine bessere Qualität des Lebens geben wird und auch anderen. Das ist ein unglaublich wichtiges Skillset. Also Moment vor Moment in unserem Leben ist kontrolliert bei dem Zustand, in dem wir leben. Wenn du in einem wütenden Zustand bist, wirst du auf alles anders reagieren, als wenn du in einem verspielten Zustand bist. Aber was diese Zustände langfristig beeinflusst, ist das Modell von der Welt, das du hast. Und ich sehe, innerhalb dieser gibt es drei Dinge, die man sich angucken muss. Das erste, was sind die Ziele, die du verfolgst? Jeder hat verschiedene Ziele und Wünsche und Träume, aber als ich durch die Welt gereist bin in über 100 verschiedenen Ländern, habe ich dieselben Probleme bei jedem gesehen. Und dann habe ich mich gefragt, was steckt eigentlich dahinter? Und dann habe ich herausgefunden, dass es die 6 selben Bedürfnisse sind, die wir alle haben. Wir haben alle ein Bedürfnis nach Sicherheit, dass wir Schmerz aus dem Weg gehen können und dass wir etwas Freude haben können. Wir alle brauchen Unsicherheit. Wir brauchen Abwechslung oder wir fühlen uns tot innerlich. Wenn du totale Sicherheit hast, bist du total gelangweilt. Wenn du totale Abwechslung hast, dann würdest du durchdrehen. Es ist keine Balance, es ist einfach, du musst herausfinden, welche von diesen brauchst du mehr. Was für ein Mensch bist du? Jeder ist anders. Michael, ich küsse dein Herz. Michi. Das Bedürfnis, sich einzigartig zu fühlen, besonders zu sein. Das Bedürfnis nach Liebe, das Bedürfnis nach Wachstum und das Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten. Manche Leute schätzen Sicherheit am meisten als erstes auf der Liste. Das ist das Zentrum ihres Ziels. Ich werde nichts machen, außer ich weiß, dass es funktioniert. Ich werde nur etwas machen, wenn es immer dasselbe ist. Wir sind halt auch sehr sicherheitsgetrieben, gerade in dem Land, in dem wir uns gerade hier befinden. So, in Deutschland geht es halt viel um Sicherheit so und viele machen sich nur Gedanken um ihre Sicherheit. Ich will sicher sein, ich muss sicher sein, ich darf da nichts riskieren, ich darf hier nichts riskieren. Und man fühlt sich richtig, also es tut richtig weh, wenn man dann mal anfängt, Dinge zu riskieren und aus seiner Komfortzone rauszusteppen. Aber wenn du das einmal getan hast, dann wirst du merken, dass du auf einmal viel mehr Möglichkeiten wieder offen stehen. So. Lass dich von dieser Sicherheit nicht zu krass treiben. Eine gewisse Sicherheit ist auf jeden Fall wichtig, sagt er ja auch und das finde ich genauso. Aber du darfst auch nicht davon abhängig sein von dieser Sicherheit und dich davon lenken lassen und dein eigenes Leben beeinflussen lassen, sodass du dich nicht mehr traust, irgendwelche Risiken einzugehen. Weil was Großes kommt nur, wenn du ein Risiko eingegangen bist. Irgendetwas veränderst, dann ticken diese Leute aus. Wenn Sicherheit das Erste auf deiner Liste ist, jeder hat das Bedürfnis nach Sicherheit, aber wenn es wirklich das Erste auf deiner Liste ist, dann weiß ich, wie dein Leben sein wird. Ich kann es vorausahnen. Die Richtung deines Lebens und daher auch das Endergebnis deines Lebens. Wenn das wichtigste Bedürfnis in deinem Leben liegt... Das Ding ist so... Boah, Love ist geil. Feier ich.
Das Ding ist so, Sicherheit und Freiheit widerspricht sich halt leider auch ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Es widerspricht sich halt ein bisschen. Umso mehr sicherheitsgetrieben du bist, umso weniger frei wirst du dich fühlen. Und da eine Balance reinzubekommen, ist extrem wichtig. Hab ich auch gemerkt, als ich mal aus der Sicherheit, ich bin schon öfter in meinem Leben aus der Sicherheit rausgeflogen, sage ich mal so. Dann kommen natürlich andere Dinge, die dich beeinflussen, aber du fühlst dich auf jeden Fall frei. So, weißt du, was ich meine? Da eine Balance reinzubekommen, ist auch eine Challenge für mich in meinem Leben. Bahnen, die Richtung deines Lebens und daher auch das Endergebnis deines Lebens. Wenn das wichtigste Bedürfnis in deinem Leben Liebe ist, auch wenn du zusätzlich Sicherheit hast, aber du wirst dich ganz anders verhalten und nochmal anders verhalten, als wenn du von einem Gefühl, dich einzigartig zu fühlen, geleitet bist. Ich gucke immer, was sind die zwei wichtigsten Love first. Muss auf deiner Liste, denn diese kontrollieren dein Leben. Das Gefühl, das die meisten Menschen haben, 90% des Planeten. Also auf welches fokussieren sich die meisten am meisten? Viele wollen Liebe, aber worauf wirklich am meisten? Viele fokussieren sich darauf, sich einzigartig zu fühlen, sich besonders zu fühlen. Wir leben in einer Facebook-Welt, wo Leute ihr Leben fälschen, ja, irgendwelche Filter über ihre Bilder klatschen, sodass ihr Gesicht anders aussieht, als es wirklich ist. Erzählen irgendwelche Geschichten, die total voller Lügen sind, einfach nur damit wir gut dastehen, weil wir in dieser gefälschten Welt leben, wo einzigartig sein und sich besonders fühlen wichtiger ist als Liebe. Und genau das trennt uns. Das andere Bedürfnis, das wir haben, wow, sehen ist Sicherheit. Leute wollen sich sicher fühlen, bevor sie etwas tun. Du hättest kein Business starten können, außer du wärst absolut sicher, dass du starten kannst und meistern willst. Du könntest niemals eine super leidenschaftliche Beziehung haben, denn wenn sie auf Sicherheit basiert, dann könntet ihr niemals zusammen wachsen und dann seid ihr miserabel. Also mein Antrieb ist, ich möchte herausfinden, was treibt dich. Und ich möchte sehen, ist es gesund oder ungesund? Man könnte sich zwei Leute angucken, die beide das Gefühl von Einzigartigkeit haben wollen, aber andere Regeln haben, wie sie das erreichen. Und das ist das Zweite, was ich messe, die Glaubenssätze und die Regeln, die dieser Mensch hat, um das zu erreichen, was er haben will. Aber ich möchte etwas noch klarer stellen. Ein außergewöhnliches Leben ist Leben nach deinen Regeln. Und da gibt es zwei Stücke. Und das erste wichtige Stück ist, meister die Fähigkeit, der Wissenschaft etwas erreichen zu können. Wie kann ich das nehmen, was ich mir vorgestellt habe, und es echt machen? Und vor allen Dingen geh deinen Weg, deinen eigenen Weg, nicht den beeinflussten Weg, sondern den Weg, der für dich der richtige Weg ist. So. Und lass dich davon nicht abbringen. Das bringt auch viele Menschen zum Strugglen, glaube ich so. Die haben einen Traum, die haben ein Ziel, die denken sich, oh, das will ich unbedingt erreichen, und dann lassen sie sich davon abbringen von irgendwelchen anderen Meinungen oder weil es vielleicht nicht reinpasst ins Raster oder weil vorher das vielleicht noch nie so einer gemacht hat, wie du es vorhast, so. Aber hab davor keine Angst, so. Tu es einfach. Wenn es in deinem Herzen drin ist, wenn es dein Dream ist, dann zieh den so durch, wie du ihn für richtig hältst, so. Ich das schneller, besser und leichter machen. Die Fähigkeit, etwas zu manifestieren, was du dir ausgedacht hast, und es echt zu machen, das ist ein Skillset. Wenn man herausgefunden hat, wie das geht, kann man sich selbst ein Jahrzehnt sparen. Aber ich muss dir mitteilen, ich mache das schon seit 38 Jahren mit über 50 Millionen Leuten auf dieser Welt. Und daher kann ich dir sagen, in die Wissenschaft erfolgreich zu werden, da gibt es viele Menschen, die verdammt gut darin sind. Aber sie haben immer noch kein außergewöhnliches Leben. Vielleicht siehst du es als außergewöhnlich, weil es so dargestellt wird. Aber ich kriege einen Anruf von einem Multimilliardär, welcher mir sagt, ich möchte das und das in meinem Business machen, aber was er wirklich möchte, ist, er ist miserabel innen drin und hofft, ich kann ihm bei diesem Gefühl auch helfen. Und dann gebe ich ihm, wonach er gebeten hat, die Veränderung in seinem Business, doch ich gebe ihm auch, was er braucht. Die Veränderung innen drin in ihm. Also der zweite Skill, den du brauchst, ist die Kunst des Erfülltseins. Wenn du ein außergewöhnliches Leben haben möchtest, kannst du nicht nur erreichen, du musst auch erfüllt sein. Wie oberflächlich sich das auch anhören mag, aber es ist eine Kunst, erfüllt zu sein. Aber erfolgreich sein ist eine Wissenschaft. Komm schon, egal welches Alter, egal welche Hautfarbe, jeder Hintergrund, jedes Geschlecht, wenn du genau diese und diese Dinge... Das ist, glaube ich, auch die größte Challenge im Leben, sich wirklich zufrieden zu schätzen mit dem, was man hat, beziehungsweise mit seinem Innenleben so. Du kannst im Außen so viel haben, wie du willst, wenn du nicht zufrieden mit dir selbst bist, wenn du dich selbst nicht liebst und wenn du nicht selber auf eine Reise mal in dich reingegangen bist, dann kannst du so viel Geld und so viel haben im Außen, wie du willst, du wirst nicht glücklich sein und du wirst nicht erfüllt sein, weißt du? Das sieht und hört man ja immer wieder, oder Freunde? Du hast sehr viel Geld. Körper. Jeder von uns ist biochemisch unterschiedlich, aber du und ich weiß, es gibt fundamentale Regeln, Gesetze, es gibt eine Wissenschaft für den Körper. Und wenn du diese brichst, wirst du Krankheiten haben, du wirst wenig Energie haben. Wenn du die Regeln folgst, hast du unendlich viel Energie. Das wird alles in deinem Leben beeinflussen, es ist eine Wissenschaft. Sich erfüllt zu fühlen ist nicht so. Sich erfüllt zu fühlen ist unterschiedlich wie wir Menschen. Du willst wissen, wie Gott und das Universum denkt? Guck dir die Dschungels an und die Wälder, sie sind unterschiedlich. Die meisten Leute denken, ich will das, weil sie irgendwen anders modellieren wollen, sie wollen erfolgreich werden, doch dann modellieren sie das und sie sind nicht erfüllt. Und dann haben diese Weil es von irgendjemand anderem kommt, ich schwöre dir.
Voll wichtig, das Video, Freunde. Ihr Ziel erreicht und dachten, sie haben das, was sie wirklich wollten, und dann fühlen sie sich immer noch nicht erfüllt. Und ich sage immer Leuten, Erfolg, ohne sich erfüllt zu fühlen, ist der ultimative Misserfolg. Der ultimative Misserfolg. Weil wenn du ein Achiever bist und du strebst ein Ziel an und du versagst, dann hast du nicht versagt. Du sagst, okay, ich probiere was anderes aus, bis ich es schaffe. Aber wenn du erfolgreich bist und du bist nicht glücklich, dann, ich sag dir was, was ich damals in einem Seminar gesagt habe. Vor kurzem haben wir einen nationalen Schatz verloren, Robin Williams. Und dann habe ich alle in dem Seminarraum gefragt, wie viele von euch liebten Robin Williams, und alle haben aufgezeigt. Überall auf der Welt, der hat Leute zum Lachen gebracht, der hat Leute berührt. Wie gut war er bei der Wissenschaft des Erfolgreichwerdens? Ich meine, er wollte ein fantastischer Comedian sein, er wollte die ganze Welt zum Lachen bringen, er hat's geschafft. Er wollte seine eigene TV-Show haben, hat er geschafft. Er wollte die Nummer 1 Show haben, hat er geschafft. Er wollte Filme machen, hat er gemacht. Er wollte einen Academy Award für nicht lustig sein, und er hat es bekommen. Er wollte eine wunderbare Familie, hat er geschafft. Er hat alles geschafft, und er hat sich erhangen. Und ich erinnere mich, krass, ne? Ich weiß dir. Die Reise nach innen, Freunde. So früh starten wie möglich. Was er gesagt hat, ist nämlich Facts. Wenn du erfolgreich bist und nicht glücklich bist, Bro, dann bist du richtig misserfolgreich eigentlich. Weil und das habe ich auch gemerkt. Wenn du mit den Dingen, die du wirklich liebst, wo du wirklich das Gefühl hast, das ist deine Bestimmung, das ist das, für was du berufen bist, so. Wenn du mit diesen Dingen einen gewissen Erfolg erlangst, fühlt sich das ganz anders an, als wenn du mit irgendeiner anderen Sache, die du kopiert hast von einem anderen vielleicht, die du übernommen hast von jemand anderem und damit mega Erfolg hast, es fühlt sich einfach nicht gleich an. Da kann der Erfolg von dem Kopierten sogar doppelt so hoch sein, dreifach so hoch sein. Mit deiner eigenen Sache, die du in deinem Herzen fühlst, so, kann der Erfolg nur ganz klein sein und du fühlst schon mehr Glückseligkeit als mit dieser anderen Sache. Ich habe Leute gesagt, er hatte Demenz, er war drogensüchtig, er hat viel zu viel Alkohol getrunken. Und so endete sein Leben, weil er jeden glücklich gemacht hat, außer wem? Sich selbst. Das ist das ultimative Versagen. Also wenn ich keine andere Nachricht hätte, die ich euch Zuschauern geben könnte. Ich glaube, unsere Leben sind kontrolliert bei einer Kraft. Entscheidungen. Ich glaube auf jeden Fall in einer Macht größer als mich selbst. Nenn ihn Gott, wenn du willst, oder das Universum, wie auch immer du möchtest. Aber ich glaube auch, diese Macht gibt uns Entscheidungsmöglichkeiten. Die Entscheidungen, die wir treffen, kontrollen uns viel mehr als die Umstände, in denen wir leben. Es sind nicht die Umstände, die du hast, es sind die Entscheidungen, die du machst. Entscheidungen, was du glauben möchtest. Entscheidungen, wie du handelst. Ich sage immer Leuten, guck mal zurück vor 10 Jahren, vor 5 Jahren oder 15 Jahren und denk an eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und wenn du damals diese Entscheidung anders getroffen hättest, hättest du heute ein ganz anderes Leben. Schlechter oder besser, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall komplett anders. Die aller wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst, über jede andere Entscheidung auf dieser Welt, ist die Entscheidung, dass egal was passiert in deinem Leben, dass du immer in einem wunderbaren Zustand leben wirst. Egal was passiert. Die Entscheidung, dass ich nicht leiden werde. Schmerz ist eine Sache, Leid ist etwas anderes. Leid ist wie... Schmerz gehört dazu, ich schwör's dir. Aber identifizier dich nicht mit diesem Schmerz. Sei bewusst. Und wenn du bewusst bist, triffst du die richtigen Entscheidungen. Es ist einfach so. Es gibt keine falschen Entscheidungen, wenn du sie wirklich auf dem Schirm hast. Und die meisten Menschen lassen sich von dem Leben halt so leiten einfach irgendwie. Ja, das ist jetzt gerade passiert, ich muss jetzt irgendwie reagieren. Die sind nur reaktiv unterwegs. Aber wenn du anfängst, selber zu entscheiden und bewusst zu sein und vor allen Dingen dich auch, ja, vor allen Dingen so Meditation und in sich reingehen und zu verstehen, dass... Wie er sagt, Pain kommt, Schmerzen kommen, blöde Gedanken kommen, abgefuckte Lebensumstände kommen, aber identifizierst du dich damit oder versuchst du im Kern immer noch du zu sein und immer noch glücklich zu sein und immer noch einfach deiner Aufgabe zu folgen, dann ist alles gut, weißt du? Identifizier dich nicht mit den ganzen Dingen, die mal kommen, so. Die gehören dazu zum Leben. Dich sorgen, wütend sein, frustriert sein, irgendetwas, das dich aus einem wunderbaren Zustand rausholt. Und hier ist, was Leute nicht verstehen, du kannst Leid beenden. Indem du damit aufhörst, dich auf dich selbst zu fokussieren und dich auf etwas fokussierst, wie du anderen Menschen dienen kannst, wie du geben kannst. Etwas, das größer ist als du selbst, deine Kinder, deine Frau, dein Ehemann. Du kannst in einem Moment da rauskommen, weil die Natur des menschlichen Gehirns immer Dinge miteinander vergleicht. Dein Gehirn ist ein 2 Millionen alter Apparat und es ist nicht dazu gemacht, dich glücklich zu machen. Es ist dazu gemacht, dass du überlebst. Und deshalb sucht es immer, was falsch in der Umgebung ist. Früher war das, was in der Umgebung falsch war, ein Säbelzahntiger, und heute ist das, was in der Umgebung falsch läuft, irgendwie, dass Leute über dich hinter deinem Rücken reden. Oder ob sie genug Geld haben, während 2/3 der Menschheit von $2 täglich lebt.
immer dieser Fokus, ich war auch mal eine Zeit lang da drin gefangen, mich immer auf diese Dinge zu fokussieren, so die vielleicht nicht richtig laufen und so. Das ist so dumm. Ich schwöre dir, das ist so dumm, das ist so eine krasse Zeitverschwendung. Anstatt einfach dein Bestes zu geben und die Dinge zu tun, die du zu tun hast, konzentrierst du dich auf die Dinge, die du vielleicht nicht hast oder was gerade schief läuft so. Und dann merkst du, kommst du richtig in so eine Abwärtsspirale, in so einen Teufelskreis rein und wirst immer mehr depressiv, immer mehr abgefuckt und du fickst dich eigentlich selber so. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben. Du hast eigentlich eine Macht über dich selber, aber die machst du selber kaputt, indem du dich nur auf die negativen Dinge konzentrierst. Es ist krass. Das ist sehr, sehr powerful. Wenn du diese Macht wieder bekommst über dich und dein Leben und dich wieder auf die richtigen Dinge konzentrierst, wie die ganzen anderen Sachen auf einmal verschwinden. Und du machst $38,000, du bist reich. Die Ärmsten der Ärmsten in unserem Land sind reich. Ich sag nicht, dass sie so bleiben sollen. Aber du kannst nur auf Erfolg aufbauen. Mein Ziel ist jetzt, dass du etwas in Erwägung ziehst. Das Leben ist kurz. Und wir wissen nicht, wie kurz es sein wird. Aber wenn du nur eine Woche zu leben hättest, ich wette, du würdest dir selbst nicht erlauben, wegen irgendeiner kleinen Scheiße zu leiden. Ich denke, du würdest wahrscheinlich Zeit mit Menschen verbringen, die du liebst. Oder du würdest tun, was du liebst. Du würdest dir einen Sonnenuntergang anschauen. Du würdest die Luft wirklich mal atmen und riechen. Du würdest alles aufsaugen in deinen letzten finalen Momenten, was du könntest. Und dann denke ich mir, wieso warten? Warum nicht einfach entscheiden, dass wenn ich anfange zu leiden, dann weiß ich die Lösung. Leid bin ich, besessen von mir selbst. Und dann sagst du vielleicht, das bin nicht ich, ich sorge mich um meine Kinder. Nein, du machst dir Sorgen, dass du nicht genug für deine Kinder da warst. Es geht immer noch um dich. Du machst dir Sorgen darüber, was du getan hast oder was du hättest tun sollen. Und du kannst das verändern in einem Moment, in dem du dich darüber bewusst wirst. Ich habe die wichtigste Entscheidung getroffen, die man treffen kann. Ich werde in einem wunderbaren Zustand leben, egal was passiert. Jeder, der gerade zuschaut, du wirst vielleicht ein Familienmitglied verlieren, sehr wahrscheinlich sogar. Irgendwer kriegt vielleicht Krebs. Dein Business wird vielleicht zugrunde gehen, weil die Regierung die Regeln ändert und du kannst dich nicht daran anpassen. Du gehst vielleicht pleite oder du lässt dich vielleicht scheiden. Niemand weiß, was wirklich passieren wird in deinem Leben. Leben lebt von Unsicherheit. Aber hier ist, was du wissen kannst. Du kannst wissen, dass du dich entschieden hast, dass egal was passiert, du in einem wunderbaren Zustand leben wirst. Wenn jemand wie Viktor Frankl in Auschwitz eingesperrt sein kann und darin leben kann und sagen kann, ich empfinde Freude mittendrin in Auschwitz. Wow. Powerful Video, mein lieben Freund. Daran sieht man, dass Menschen eine Kapazität in sich tragen, dessen sie sich gar nicht bewusst sind. Wir denken, dass die Welt da draußen entscheidet, wie wir uns fühlen. Unsere Umstände. Wenn Menschen auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten müssen, dein Mann, deine Frau, deine Kinder. International Talks mit Tony Robbins, oder Freunde? Eins in den Chat, wenn ihr das fühlen würdet. Love, Lock und Tony Robbins. Digga, geil. Ist nicht unmöglich, Freunde, ja? Alles ist möglich. Ach, deine Mitarbeiter oder wer auch immer, dein Boss, dass diese eine bestimmte Art und Weise sich verhalten müssen, damit es dir gut geht? Und wenn sie es nicht tun, dann bist du nicht glücklich? Dann wirst du immer unglücklich sein. Meine Einladung an dich ist, egal wie geil es ist, etwas zu erreichen im Leben, ist es wichtiger zu genießen. Und wenn du jeden Moment in deinem Leben genießen kannst, in diesem Zustand, wenn du dich voller Liebe fühlst und leidenschaftlich und verspielt, dann wirst du andere Leute 100% besser behandeln als zuvor, wo du dich frustriert, angepisst, gestresst, überwältigt gefühlt hast. Du wirst ein besserer Elternteil sein, du wirst ein besserer Liebhaber sein, du wirst ein besserer Unternehmer sein, du wirst ein besseres Leben haben. Meine Einladung ist, entscheide. Entscheide dich heute. Und das bedeutet nicht, sich immer in jeder Situation super zu fühlen, ja? Es bedeutet nur, in diesem negativen Zustand nicht zu leben, dass du es sofort veränderst und nicht darin stecken bleibst. Was zum Teufel ist eigentlich Erfolg? Es ist eine Erwartung erfüllen. Und ich sage Leuten immer, tausch deine Erwartungen für Dankbarkeit. Und du hast sofort eine komplett neue Welt. Wenn du in diesem Moment Dankbarkeit finden kannst, wenn du in diesem Moment Ecstasy für dich rausholen kannst, einfach in ein Gespräch mit einem Freund oder wenn du in die Augen deiner Frau schaust oder mit deinen Kindern zu sein oder einfach joggen zu gehen. Wenn du nicht in diesen Dingen jetzt Freude finden kannst, dann kann ich dir sagen, mehr Geld, mehr Leute, mehr Liebe, mehr Business, mehr irgendwas wird dir dieses Gefühl von Freude nicht geben können. Wenn du es nicht hier und jetzt fühlen kannst, wirst du es nicht fühlen, wenn du später mehr hast und alles, was du haben wolltest. Also wieso es nicht jetzt fühlen und jetzt sofort ein reiches Leben haben. Ich sag Leuten, Geld... Manifestier den Mann, sei, was du sein willst. Ein Ding, es ist eine Wissenschaft. Aber Reichtum ist eine Entscheidung. Reichtum kannst du sofort haben. Ich zum Beispiel lebe in Fiji, da leben diese Dorfbewohner. Das sind die reichsten Menschen der Welt. Die sind glücklich, die lachen, die lieben, die kümmern sich im Dreck um die Wirtschaft in unseren Ländern. Andere Leute würden sagen, die sind arm. Als ich da das erste Mal da war, wollte ich für sie irgendwas Wohltätiges tun. Und sie meinten, wovon redest du überhaupt? Wir sind doch total glücklich. Viele Leute aus den USA reisen durch die ganze Welt und versuchen herauszufinden, was sie machen müssen, um glücklich zu sein. Und dann denken sie, ich muss das und das und das und das machen, dann werde ich glücklich. Und der Mensch aus Fiji denkt, ey, leg dich doch einfach an den Strand und erfahr das doch sofort, das Gefühl, dass du geil. Nur dieses Gefühl nicht jetzt fühlen. Das ist meine Einladung an dich. Stark, Digga. Sehr, sehr starkes Video.
Feier ich auf jeden Fall. Tony Robbins Vibes. Was sagt ihr, Freunde? Wie fandet ihr das Video? Schreibt es auch gerne bei YouTube unten in die Kommentare rein. Das ist genau der Content. Ja, ich weiß, es zieht nicht so viele Leute an, wie wenn wir jetzt irgendwas Wildes uns reinziehen würden, aber das ist eigentlich der wahre Content. Das ist auch der, der zu mir am besten passt. So. Das ist der Content, der zu mir am besten passt, meine lieben Freunde. Was nicht heißt, dass wir nur noch auf sowas reagieren, aber ich finde es wichtig, genau solche Geschichten immer mal wieder mit euch zu teilen auch, weil ich einfach Menschen motivieren will. Und bald werden auch mehr Talks von mir kommen, genau in die Richtung, weil ich mittlerweile auch schon sehr viel gelernt habe, sehr viele Erkenntnisse gemacht habe und immer mehr auch zu mir selber finde. Und ich werde in Zukunft meiner Meinung nach genauso jemand sein, der genauso viel bewegen wird wie ein Tony Robbins, Bro. Trust me, meine lieben Freunde. Trust me.